Wir müssen feministische Wissenschaftspolitik machen. Zukunftsfähigkeit, was wir heute schon gehört haben, meint für uns nicht nur eine bessere finanzielle Ausstattung, sondern auch die nachhaltige Entwicklung und damit eine geschlechtergerechte, klima- und sozialgerechte Hochschullandschaft zu fördern. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man die Obsession, die gerade die Linken und insbesondere die Grünen zu den Gender-Kennzahlen vorgetragen hat, ernst nehmen würde, könnte man auf die Idee kommen, dass Hamburg wirklich keine drängenderen Probleme hat. Aber das Problem ist, man muss es tatsächlich leider ernst nehmen, was hier vorgetragen wird, weil insbesondere aus dem Wortbeitrag der Kollegin Block eine wirklich abscheuliche Ideologie sich offenbart hat. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, Frau Block. Ich weiß, Sie sagen ja immer Ihre klassischen Sentenzen von der geschlechtergerechten und klimagerechten Wissenschafts- und Hochschullandschaft in der Stadt. Das sind wir gewohnt, das machen Sie häufiger, als ein Moslem jeden Tag nach Mekka betet. Aber was ich Ihnen wirklich noch mal vorhalten will, ja, ist, dass Sie hier eine Terminologie verwenden, wenn Sie beispielsweise von einer feministischen Wissenschaft sprechen, ja, wo ich einfach mal ganz klar sagen muss, Sie haben überhaupt nicht begriffen, was Wissenschaft ist. Wissenschaft nach Karl Popper ist ein Prozess der Behauptung und der Widerlegung, in der Wissenschaftlichkeit sich an der Falsifizierbarkeit von Thesen misst. Sie hingegen, wenn Sie über feministische Wissenschaft oder was weiß ich was sprechen, ja, das könnte man auch ersetzen durch andere Ideologeme, marxistische Wissenschaft, bolschewistische Wissenschaft. Ja? Also da wirklich fühle ich mich zurückversetzt in die Sowjetunion, wenn ich Ihnen dazuhören muss. Lassen Sie endlich die Finger von der Wissenschaft. Die Wissenschaft steht nicht im Dienste einer Ideologie, sondern im Dienste des Erkenntnisgewinns der Menschheit. Meine Damen und Herren, wenn wir über die Finanzierung unserer Hochschullandschaft sprechen, möchte ich auch hier nochmal die Gelegenheit ergreifen, um wirklich vor einem allzu kleinen Populismus zu warnen, den wir hier zum Teil von den anderen Oppositionsfraktionen gehört haben. Sich als Opposition hinzustellen und zu sagen, im Hochschul- und Wissenschaftsetat müsste noch mehr Geld ausgegeben werden, ist nach wie vor der falsche Ansatz. Der falsche Ansatz, weil wir generell in Zeiten von Corona darauf achten müssen, den bereits ohnehin schon fiskalisch gesprengten Rahmen nicht noch weiter zu zerstören. Der falsche Ansatz aber auch, weil es nach wie vor unserer Stadt nicht die richtige Schwerpunktsetzung in der Wissenschaftspolitik gibt. Die Vorredner haben darüber Zeugnis abgelegt. Die Stadt leistet sich beispielsweise nach wie vor ein Zentrum Gender and Diversity für insgesamt 4 Personen und Sachmitteln, die da entsprechend finanziert werden. Aber was macht dieses Zentrum Gender und Diversity? Unter anderem bringt es ein Lehrtableau Gender, Diversity und Intersektionalität heraus, dem es verschiedene Lehrveranstaltungen auflistet. Beispiele hierfür. Weißsein im Fokus, die Macht weißer Frauen. Weißsein dabei natürlich kursiv geschrieben, um sich von einer weißen Identität zu distanzieren. Intersektionalität und Diversity, herrschaftskritische Konzepte zur Analyse sozialer Ungleichheitsverhältnisse. Geografieunterricht rassismuskritisch gestalten oder wann ist der Mann ein Mann? Männlichkeiten um 1800 und um 1900. Verehrte Abgeordnete beiderlei Geschlechts, das sind keine Lehrveranstaltungen, sondern Veranstaltungen zur Desinformation und Zersetzung. Anstatt dass unsere stolze Stadt alles daran setzt, Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler auszubilden, wird unser knappes Steuergeld für linke Ideologieprojekte ausgegeben. Das muss aufhören, meine Damen und Herren. Denn während die Stadt fröhlich Gendergaga finanziert, wurden 100 geplante Informatikstudienplätze an der Universität Hamburg eingedampft. Das ist Ihre Prioritätensetzung, das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Und deswegen haben wir auch einen entsprechenden Antrag gestellt zur Stärkung der MINT-Fächer. Dort liegen nämlich die Schwerpunkte der AfD, nicht in ihrer ideologischen Wissenschaftsparodie. Vielen Dank.